Hallo Yogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute mit wahrscheinlich dem schlimmsten Feind vieler Decks. Ich zeige euch mein Todfeind-Heldendeck. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Das Todfeind-Deck ist ein neues Themendeck, was in Eternity Code erschienen ist und was mein Interesse durchaus geweckt hat, denn die Fähigkeit, die Spezialbeschwörung von eher Monstertypen und Monstereigenschaften zu unterbinden und parallel dazu alle Monster mit dem gleichen Typ und den gleichen Eigenschaften vom Feld putzen zu können, ist doch schon sehr reizvoll, denn man sieht heutzutage relativ viele Themendecks, die auf einen bestimmten Typ oder eine bestimmte Eigenschaft fokussiert sind. Ein gutes Beispiel sind dafür Großsalamander oder auch die Steinbefreier sind darauf fokussiert, einen bestimmten Typ oder eine bestimmte Eigenschaft von Monstern zu spielen. Und da können die Todfeindkarten tatsächlich eine ganze Menge Unsinn machen, um den Gegner das Feld halt wirklich komplett zu nehmen. Oder halt auch dafür zu sorgen, dass der Gegner in den Folgezügen einfach nicht mitspielen kann. Und um die Todfeindkarten an sich erstmal wirklich gut ausgiebig nutzen zu können, habe ich jetzt mal ein kleines für mich untypisches Combo-Deck euch mal mitgebracht, das ich jetzt im Einzelnen vorstelle. Ich gehe so ein bisschen auf die grobe Strategie ein, wie das Themendeck halt funktionieren soll. So ein, zwei Kombos zeige ich euch im Nachgang auch noch so ein kleines bisschen vielleicht. Mal gucken. Und ja, werde mal versuchen, euch so ein bisschen das Deck halt schmackhaft zu machen, denn es bringt eine ganze Menge Potenzial und eine ganze Menge Spaß mit sich, den Gegner klein zu halten. Wenn ihr das Deck auch ein bisschen in Action sehen wollt, schaut mal ein bisschen durch unsere Streaming-Quarantäne-Duelle, denn da habe ich das Deck tatsächlich schon ein, zwei Mal ausprobiert und ja, mal ein bisschen zeigen können, was das Deck wirklich halt macht. Es ist nicht ganz einfach zu spielen, dadurch, dass es halt ein Combo-Deck ist, muss man darauf gucken, dass man die richtigen Combo-Bestandteile so ein bisschen zusammenbekommt und auch dann in der richtigen Reihenfolge möglichst ja, sein Feld halt aufbaut. Denn sonst kann das halt relativ schnell passieren, dass man sich halt ein bisschen tot spielt und dann steht man am Ende halt mit quasi nichts da und der Gegner kann einen dann böse überrennen. Gut, schauen wir aber jetzt mal so ein bisschen auf das Deck und den Anfang mache ich mit unseren beiden Bossmonstern, nämlich dem obersten Todfeind Eschatos und seinem großen oder kleinen Bruder, dem obersten Todfeind Protoss. Beide sind unsere dicken Bossmonster, die, wenn sie halt auf dem Spielfeld liegen, ein Monster auf dem Spielfeld werden und dementsprechend auch den Typ und die Eigenschaft, je nachdem, wen von den beiden Kollegen ihr gerade auf dem Spielfeld habt, sich aussuchen dürfen und zerstören dann anschließend, wenn der Effekt erfolgreich auflösen kann, alle Monster mit der entsprechenden Typ oder mit der entsprechenden Eigenschaft komplett und findet, dass beide Spieler diesen Typ oder diese Eigenschaft oder der Gegner tatsächlich nur Monster mit diesem gleichen Typ oder der gleichen Eigenschaft als Spezialbeschwörung beschwören darf. Das kann schon mal viele Decks sehr, sehr durcheinander bringen, denn man sieht heutzutage wirklich sehr, sehr viele Decks, die auf Spezialbeschwörungen angewiesen sind. Und da können die beiden Kollegen tatsächlich ja, den Gegner sehr, sehr gut klein halten. Wesentliche Problematik bei der ganzen Geschichte ist, wir müssen, um die beiden Kollegen beschwören zu dürfen, Monster mit der unterschiedlichen Typen oder Eigenschaften, je nachdem, wen von den beiden wir gerade haben, ja, vom Friedhof oder vom Spielfeld verbannen. Deswegen ist es halt wichtig, ein Deck zusammenzustellen, was möglichst viel Varianz halt reinbringt. Die Todfeindkarten selber tun das schon relativ gut, aber trotzdem muss man noch ein bisschen mehr halt tun, um sein Feld oder seinen Friedhof mit unterschiedlichen Monstern ja, zu fluten, damit wir die beiden Kollegen beschwören dürfen. Ich habe mich in dem Fall für beide auf 2 entschieden, weil 3 zum einen halt sehr schnell halt tot enden kann, wenn man halt nicht ausreichend Monster auf dem Feld und Friedhof hat, die man halt verbannen kann für ihre Beschwörung. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht zu selten halt drin haben, weil sie sind durchaus suchbar durch den eigenen Themendeck-Support. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem relativ schwierig, an sie dran zu kommen. Wie ich das Ganze umgehe und die Problematik, zeige ich euch dann gleich. So, dann geht es weiter mit den kleinen internen Todfeindkarten. Hier habe ich eine dreifache Kopie von Todfeindflagge, unserem Allround-Sucher. Die kleinen Todfeindkarten funktionieren im Prinzip alle gleich, denn beide oder alle drei der bisher erschienenen Todfeindmonster, die wir noch als ja, Low-Level-Support haben, können sich selber als Spezialbeschwörung beschwören, allerdings auch nur einmal pro Spielzug, indem wir ein verbanntes Monster wählen. Dann beschwören wir unser Todfeindmonster und mischen das ja, gewählte Monster zurück ins Deck. Das heißt, wir recyceln so ein bisschen verbannte Karten, die wir im Vorfeld entfernt haben und können diese Monster als Spezialbeschwörung auf das Spielfeld bringen. Also von daher arbeiten wir sehr viel damit, den passenden Spezialbeschwörung und die wichtige Eigenschaft, die jedes Todfeindmonster mitbringt. Sie haben unterschiedliche Typen und Eigenschaften, teilweise sogar wirklich sehr gut abgestimmt,
auf das jeweilige Attribut, das sie mitbringen. Die Todfeindflagge selber ist halt unser generischer Sucher, das heißt, wir dürfen uns einmal pro Spielzug, sollte auf dem Spielfeld liegen, ein beliebiges Todfeindmonster aus unserem Deck auf die Hand nehmen, zusätzlich zu seinem Beschwörungseffekt, was einfach extrem gut ist, weil wir uns gezielt dann halt eines unserer anderen kleinen Todfeindmonster oder sogar einer unserer beiden Bossmonster halt suchen dürfen. Und dem anschließend habe ich noch zweimal den Todfeind-Korridor. Der Korridor macht das ein bisschen anders als sein flaggenhafter Kollege. Er wählt nämlich ein verbanntes Todfeind-Monster zusätzlich zu seinem normalen Beschwörungseffekt und gibt uns dieses Monster wieder zurück auf die Hand. Ja, und nicht nur Monster vom Deck oder von der Verbanntenzone wieder zurückzunehmen, reicht ja nicht. Am Ende müssen wir noch irgendwie Monster vom Friedhof im Zweifelsfalle zurückkriegen können und das macht der Todfeind-Schirm. Er macht nämlich das gleiche wie der Korridor, nur in dem Fall wählt er ein Todfeind-Monster in unserem Friedhof und gibt uns den wieder zurück auf die Hand. Also sichern wir uns da mit den drei Monstern hier ein bisschen Handkarten und auch ein bisschen Follow-up-Züge, sodass wir halt in den späteren Zügen einfach nicht uns leer spielen. Von daher können wir da ganz gut ein, zwei Kombos halt aufbauen und nie mit einem leeren Feld oder beziehungsweise mit einem toten Folgezug halt arbeiten. Die wahrscheinlich beste Karte, mit der man die Todfeindkarten kombinieren kann, ist ganz klar der Schicksalsheld Malicious. Mit seiner Eigenschaft, sich selber vom Friedhof verbannen zu dürfen, um eine Kopie von sich selber aus dem Deck zu beschwören, haben wir zusammen mit den Todfeindkarten die Möglichkeit, diesen Kollegen wirklich bis zu 4-5 Mal in einem Spielzug zu beschwören. Was uns tatsächlich eine ganze Menge Link-Beschwörungen oder Link-Kombinationen halt erlaubt. Denn dadurch, dass wir halt einen Malicious halt vom Friedhof entfernen, einen zweiten Beschwörung, können wir den verbannten Malicious wieder zurück ins Deck mischen, den Malicious, den wir auf dem Feld haben, dann für Link-Beschwörung verarbeiten und dann dadurch, dass er wieder auf dem Friedhof liegt, direkt wieder erneut verbannen, denn seine Kopie haben wir ja wieder zurück, recycelt. Von daher ist da die Kombination mit Malicious einfach mega stark, weil wir einfach so viele Möglichkeiten mit dem Monster einfach haben. Deswegen ist es halt gut, dass er momentan noch auf 2 ist, darum auch die maximale Anzahl von 2, die wir gerade spielen dürfen, in diesem Deck halt drin, um das Bestmögliche halt rauszuholen. So, Voraussetzung dafür, dass wir Malicious halt benutzen können, ist, dass wir ihn auf dem Friedhof liegen haben und da habe ich jetzt drei mögliche Optionen, wie ich das erreichen kann. Die erste Option ist die wahrscheinlich einfachste, das ist nämlich der Visionsheld Vion, den ich in dem Fall nur zweimal drin habe. Man könnte sich jetzt überlegen, warum spielst du die nicht dreimal, wenn du Malicious so schnell auf dem Friedhof haben willst. Dazu komme ich dann gleich. Visionsheld Vion ist halt mehr oder weniger ein törichtes Begräbnis für ein beliebiges Heldenmonster. Den zweiten Effekt für die Suche nach der Polymerisation brauchen wir tatsächlich nicht, weil wir keine Fusion in diesem Deck halt spielen und auch nicht spielen müssen. Vielmehr geht es einfach nur darum, dass wir Malicious auf den Friedhof bekommen. Darum ist halt eher als eine der wenigen Optionen, die ich halt spiele, und davon habe ich ein paar mehr, die wichtigste. So, die zweite Möglichkeit, den guten Malicious auf den Friedhof zu bekommen, ist der Armageddon-Ritter. Den nutze ich tatsächlich nicht nur, um dem Schicksalsheld Malicious auf den Friedhof zu bekommen. Nein, ich nutze den auch für eine etwas andere kleine Tech-Karte, zu der ich dann gleich noch was sage. Denn ein einziges Ziel, mehr oder weniger, das ich auf dem Friedhof haben möchte für den Armageddon-Ritter, reichte mir nicht. Ich möchte noch ein bisschen mehr machen können und vor allem auch möchte ich noch ein paar zusätzliche Beschwörungsoptionen haben, da ich ein paar größere Link-Monster brauche, um meine Hand ein bisschen aufzubessern. Deswegen Armageddon-Ritter als weiteres legales Ziel für unsere Friedhofsvorbereitung. Dann geht es weiter mit einer Karte, die man zwischendurch schon mal gut gesehen hat für einige Heldendecks tatsächlich, und zwar den Neoraum-Connector. Der Neoraum-Connector erlaubt es uns, wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, ein beliebiges Neo-Weltraum oder einen Elementarheld Neos aus unserem Deck oder unserer Hand zu beschwören. Hierbei ist für mich nur wichtig, dass wir ein bestimmtes Monster beschwören, nämlich unseren Neo-Weltraum Aquadelfin. Warum der Aquadelfin? Der Aquadelfin gibt mir Einsicht in die gegnerische Hand und das hilft mir noch gezielter, gerade wenn ich das Duell anfange, mich darauf einzustellen, was der Gegner halt spielt. Denn sobald ich seine Hand sehe, kann ich halt relativ gut abschätzen, was für ein Deck mein Gegner spielt und kann dann im weiteren Verlauf mir meinen passenden obersten Todfeind aus dem Deck suchen, um den Gegner dann mal für seinen nächsten Zug, den er halt dann beginnen würde, erstmal hart zu blockieren. Hinzu kommt, dass ich hier zwei Kriegermonster habe, was für ein paar sehr coole Kombinationen zusammen mit Isolde, dem Link-2-Monster der edlen Ritter, zusammenpasst. Dazu dann gleich, wenn ich dann zu den Zauberkarten komme, noch ein wenig mehr.
So, die zweite Finsternis-Option, die ich für den Armageddon-Ritter gespielt habe oder spielen möchte, ist der seuchenverbreitende Zombie. Er hat zwei wesentliche Vorteile. Der erste ist, er ist ein Finsternis-Monster, er ist ein Zombie-Monster, was schon mal für die Beschwörung von meinem Eschatos wieder sehr hilfreich ist, weil ich halt ein bisschen mehr ja, Diversität bei den Monstertypen ja auch unter anderem brauche. Die zweite wesentliche Vorteilseigenschaft von dem seuchenverbreitenden Zombie ist, selbst wenn ich seinen Effekt zum Wiederbeleben vom Friedhof halt nutze und er anschließend verbannt wird, weil ich ihn für eine Link- oder Synchro-Beschwörung verarbeitet habe, ich kann ihn mit den Todfallenkarten direkt wieder recyceln und wieder neu auf den Friedhof schicken. Das heißt, er ist wirklich eine sehr super Ergänzung für das ganze Konzept dieses Decks und hilft mir halt da noch ein bisschen, nicht nur mein Feld zu verstärken, sondern auch da nochmal ein paar Beschwörungskombinationen zu ermöglichen. So, da ich auch viel auf Link-Beschwörung halt arbeite und ein bisschen Futter brauche, was Typen und Eigenschaften geht, habe ich unter anderem noch das neu erschienene Parallel-Exit. Die Tatsache, dass ich ihn jederzeit beschwören darf, sobald ich ein Link-Monster beschwöre, unter der Voraussetzung, dass ich ihn in eine Zone beschwören kann, auf die ein Link-Monster auch zeigt, sofern sie halt auch frei ist, hilft mir, nicht nur zwei Monster auf das Spielfeld zu bekommen, die ich halt weiterverarbeiten kann. Ich kann das Parallel-Exit nicht nur für andere Link-Beschwörungen weiterverbrauchen, ich kann auch damit ein paar lustige Exis-Beschwörungen machen, für den Fall, dass ich mal ein bisschen in der Bedrohung hier stecke und nicht meine Kombination halt voll ausspielen kann. Außerdem mit der Eigenschaft Wind und dem Typ Cybers habe ich auch hier wieder ein bisschen mehr Diversität bei den Eigenschaften und den Attributen, die ich halt für meine Todfeindkarten brauche. Ja, ich brauchte noch ein paar mehr generische Beschwörungen und die erste Idee, die mir da gekommen ist, ist der Künstler-Zauberer-Hütchenspieler. Denn sobald sich mindestens zwei Monster auf dem Spielfeld befinden, dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Spielfeldseite, darf ich diesen Kollegen an Spezialbeschwörungen beschwören. Und das reicht mir halt schon, ein weiteres Monster, in dem Fall als Erde- und Hexermonster, ja, mein Setup vorzubereiten für meine großen Todfeindmonster. Da mein Deck sehr finsternislastig ist und ich mir gedacht habe, was kann man daraus noch so machen, nehme ich noch den weißen Drachen Lindwurmstrahl und den schwarzen Drachen Kollapsschlange mit ins Deck. Insbesondere deshalb, weil beide Karten sich halt nochmal gut spezial beschwören lassen in meinem Deckbild und zum anderen, weil sie sich selber durch eine Kopie von dem jeweils anderen wieder ersetzen können, sollte ich sie vom Spielfeld auf den Friedhof bringen, sei es für eine Link-Beschwörung oder für eine Synchro-Beschwörung. Das heißt, ich kriege hier wieder ein bisschen Nachschub, was meine Handkarten und meine Feldkarten angeht und kann natürlich auch sie gegenseitig verbannen, um halt sie wieder zu beschwören. Das gibt mir die Möglichkeit, wieder auf ein paar größere Link-Beschwörungen zu gehen. So, das waren die Monster. Kommen wir nun zu den Zauberkarten. Und klar, die wichtigste Basis hierfür ist die Verstärkung für die Armee, dadurch, dass ich halt viele kleine Kriegermonster spiele, um meinen Startzug mehr oder weniger zu ermöglichen. Den liebsten Start habe ich natürlich mit dem Neoraum-Connector, weil ich mich dann sofort auf den Gegner einstellen kann und auch sofort die zwei Monster für Isolde bekomme. Weiterhin aber, um nochmal als Alternativoption Monster auf den Friedhof zu bekommen, die mir da gerade ein bisschen mehr helfen, habe ich noch einmal das törichte Begräbnis mit integriert. Und ja, das sind so die ersten wichtigen Starterkarten für mich selber. Da ich gerade, wie schon gesagt habe, sehr viel mit Isolde halt spielen möchte, habe ich jetzt mich für 5 Ausrüstungskarten, beziehungsweise sogar für 6 Ausrüstungskarten entschieden, um möglichst immer die 4 benötigten Ausrüstungskarten für den Effekt von Isolde zu haben. Meine Wahl fiel in dem Fall auf Lebendes Fossil, was nochmal ganz praktisch sein kann, falls man ihn auf der Hand hätte, dass man nochmal eine kleine Wiedergeburt in dem Fall oder eine törichte Wiedergeburt mehr oder weniger zurück nutzen kann, um nochmal ein paar Felder aufzubauen. Dann den Mondspiegelschild, um in einigen Problemsituationen nochmal ein kleines Monster mehr oder weniger durch Kampf unbesiegbar zu machen. Das DDR, Reinkarnation aus einer anderen Dimension, kann mir helfen, verwandte Monster nochmal zu beschwören. Anders nochmal als die Todfeindkarten, die Karten nur wieder zurück ins Deck mischen. Das göttliche Schwert Phönixklinge kann sich nochmal selbst auf die Hand zurückgeben, indem ich 2 Krieger verbande, was dann auch wieder die Beschwörungseffekte meiner Todfeindkarten ja wieder lebendig macht. Und als vorletzte Zauberkarte habe ich dann nochmal als Ausrüstung das verfluchte Bambusschwert, was es mir nochmal ermöglicht, sollte sie auf den Friedhof gelegt werden, eine beliebige Bambusschwertkarte aus dem Deck zu suchen. Das kann dann halt wahlweise das zerbrochene Bambusschwert sein und um noch ein bisschen Ja-Zieh-Power zu haben, habe ich außerdem noch 2-mal das goldene Bambusschwert. Ja, einfach nochmal, um meine Handkarten ein bisschen aufzubessern und dafür zu sorgen, dass ich weiter im Spiel bleibe mit meiner Kombi. So, da es aber durchaus mal vorkommen kann, dass ich so ein leicht tote Hände habe, habe ich außerdem noch einmal eine Kartenzerstörung, die nicht nur meine Handkarten verbessern können, sollte ich nur eine schlechte Hand haben. Nein, ich bekomme durch die Kartenzerstörung auch nochmal Einblick in die gegnerische Hand und kann mich dann auch da halt wieder orientieren, ob ich halt eher auf den Protoss oder den Eschatos halt gehen möchte von den obersten Todfeinden.
Außerdem spiele ich noch einmal eine Wiedergeburt, um nochmal so ein bisschen meine Beschwörungskombos halt zu ergänzen. Und einmal habe ich noch außerdem den Todfeind Adrastea, der uns auch ein beliebiges Todfeindmonster vom Friedhof oder das Verband ist, beschwören kann, um auch hier nochmal ein, zwei Kombinationen zu ermöglichen. Ich habe tatsächlich zum Schutz auch noch eine einzelne Fallenkarte, nämlich die Fallgrube des Totengräbers, die ich ganz gerne nutze, um mir relativ früh in meinem Zug eine Fallenstellerin Rafflesia zu bauen, um mich da vor potenziellen Gefahren à la Aschenblüte im Zweifelsfalle oder aber auch viel wichtiger von Nibiru zu schützen. Denn die Fallgrube des Totengräbers kann halt mich hier relativ gut davor bewahren, mein Feld zu verlieren, sollte man meinen Gegner nämlich dazwischen ja, funken oder dazwischen grätschen wollen. Gut. Das ist das Main Deck. Kommen wir nun zum Extra Deck. Und auch hier habe ich ein paar sehr nette Optionen, die das ganze Deck ja lebendig machen und auch in dem Fall ja, eine gewisse Stärke mit sich bringen. Die Basiskombo läuft über, wie gerade schon mehrmals gesagt, Isolde, Heldin zweier edler Rittergeschichten. Sie beschwört uns nicht nur ein Kriegermonster aus dem Deck, indem wir die passende Anzahl Ausrüstungskarten von unserem Deck auf den Friedhof legen. Nein, wenn wir sie beschwören, können wir noch ein Kriegermonster auf unsere Hand nehmen, unter der Voraussetzung, dass wir dieses Monster halt nicht beschwören und seine Effekte nicht benutzen. Ist aber auch nicht ganz so tragisch, denn ich kann das Monster, was tot auf der Hand liegt, immer noch für irgendwelche Abwurfeffekte noch ja, herhalten lassen. Weiter geht es dann mit zweimal dem Reprodukus. Dieses Monster ist tatsächlich nicht ganz unwichtig für mich, denn mit Reprodukus kann ich dafür sorgen, dass ich immer den passenden Typ oder die passende Eigenschaft an Monstern auf dem Spielfeld liegen habe. Denn im Normalfall so baue ich meine Kombination halt so auf, dass ich den Reprodukus beschwöre und dann den entsprechenden gewünschten Todfeind da drunter lege, mit, sodass der Reprodukus mit seinem Link-Pfeil auf meinen Todfeind zeigt, um ihn so zu dem passenden Typ oder der passenden Eigenschaft zu machen. Das gibt mir die Möglichkeit, dann wirklich gezielt gegen wirklich jedes Deck vorgehen zu können. Und was besonders stark ist, sollte es auf einen bestimmten Typ oder eine bestimmte Eigenschaft hat, setzen. Dann habe ich noch ein, zwei generische Schutzoptionen, wie zum Beispiel den Albtraumritter Phönix, der nochmal Problemzauber der Fallenkarten entsorgen kann. Außerdem mit seiner Möglichkeit aus Feuer und Unterwäldler nochmal Futter zu sein für meine Todfeinde, ist er nochmal eine hier gute Ergänzung. Außerdem habe ich einmal die IP Maskerina, die nochmal als kleine Unterbrechung für den Gegner im Folgezug sein kann, sollte trotzdem noch Möglichkeiten haben, mir irgendwie dazwischen funken zu können, um meiner Strategie so ein bisschen entgehen zu können, kann ich mit IP Maskerina noch dafür sorgen, dass ich dem Gegner trotzdem noch über ihren Effekt und zusammen mit dem Albtraumritter Einhorn dazwischen funken kann. Sind keine unbedingten Muss-Optionen, man kann auch dafür sorgen, dass man mit anderen Link-Optionen oder auch ein paar anderen Exis-Optionen sich ein bisschen mehr Konstanz und Stabilität ins Extra-Deck halt reinnimmt. Für mich sind aber diese beiden Karten durchaus eine valide Option, die man spielen kann, um den Gegner ein bisschen klein zu halten. Ja. Handkartenqualität ist bei mir relativ wichtig, darum spiele ich auch zweimal Saruya Schädelschrecken. Dadurch, dass ich halt das Feld relativ gut mit Monster fluten kann, kann ich mit dem Effekt von Saruya Schädelschrecken dann auch meine Hand aufbessern, sollte ich meine Monster verbraucht haben ein bisschen, und kann dafür sorgen, dass ich meine Kombination weiter durchziehen kann. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mit Saruya einmal pro Spielzug ein Monster aus meiner Hand zu beschwören und das sogar in dem Fall zweimal, weil das nämlich kein harter Once-per-Turn-Effekt ist. Und das hilft mir halt weiter, ein paar nette Kombinationen halt aufzubauen. Darum zweimal ist er wirklich ausreichend, dreimal ist er sogar schon fast zu viel. Insbesondere deshalb, weil man ja auch, nachdem man den Todfeind-Effekt genutzt hat von unseren obersten Todfeinden, möchte man ja vielleicht noch ein paar andere Schutzmaßnahmen ergreifen. Und eine von diesen Schutzmaßnahmen ist Apollusa, der Bogen der Göttin. Wenn ihr den nicht habt, ist nicht so tragisch, ihr könnt auch auf andere Alternativen zurückgreifen, die vielleicht ein bisschen kostengünstiger sind. Er ist tatsächlich nun, also Apollusa ist nur eine zusätzliche mögliche Option, um den Gegner nochmal ein bisschen zu unterbinden, insbesondere bei seinen Folgezügen. Aber von daher, es ist kein nötiger Zwang, aber es macht das Ganze noch ein bisschen stärker. So, da ich ja mit dem solchen verbreiteten Zombie auch einen Empfänger habe, ist es auch natürlich sinnvoll, auch einen Kaliberlade Wilddrache nochmal zu nutzen. Im Zusammenhang mit dem Schicksalsset Malicious bekomme ich hier den Kaliberlade Wilddrache relativ gut raus. Und sollte ich bereits einen Saruya verbraucht und auf den Friedhof gelegt haben, kann ich sogar mit dem Kaliberlade Wilddrache nochmal 4 Annullierungen generieren, was schon ziemlich stark ist. Und nochmal ein sehr kräftiges Monster, was dafür sorgt, dass der Gegner in den Folgezügen nicht mehr wirklich lange mitspielen darf. Dann habe ich noch ein paar generische Rang 4 Alternativen, um mich nochmal ein bisschen wieder A zu schützen und nochmal wieder zurück ins Spiel zu finden. Die erste Schutzhelferin, wie gerade schon gesagt, ist die Fallenstellerin Rafflesia, mit der ich dann meine Fallgrube des Totengräbers dann wirklich gut nutzen kann, auch im eigenen Zug sogar noch oder auch im gegnerischen Zug, je nachdem, wann es mir gerade halt am ehesten auskommt.
Dann außerdem einmal den Lichtdrache Ägdenister, der nochmal eine gute Monster-Removal-Karte ist, insbesondere weil er, glaube ich, sogar nicht zielt. Genau, das ist halt die wichtige Eigenschaft von dem Lichtdrachen. Außerdem habe ich wieder hier ein weiteres Monster vom Typ Cybers und Licht, was wieder halt wieder gut für meine Beschwörung von den Todfeind-Boss-Monstern ist. Dann als zweite Monster-Removal-Karte habe ich noch einmal Nummer 101, Lautlose Ehre Arc drin, weil er nochmal eine gute Eigenschaft und Typkombination mitbringt und auch hier nochmal Problemmonster, die nicht zerstört werden können, ja, vom Feld nehmen darf. Und, welches wichtiger ist, das Material, dadurch, dass er halt zwei Materialien abhängen muss, ist auch wieder sofort einsatzbereit für meine Beschwörung. Dann nochmal ein bisschen Background-Removal in Form von Tornado-Drache, der nochmal mit Wind und Würm nochmal ganz gut in das ganze, ja, Konzept reinpasst. Und last but not least, als letzte Schutzoption habe ich nochmal Nummer 41, Barguska, der schrecklich müde Tapir. Ja, man kann natürlich noch ein bisschen variieren mit dem Extra-Deck, aber ich glaube, so der Grundbild dürfte erstmal ganz gut zusammenpassen. Das Deck macht tatsächlich eine ganze Menge Spaß zu spielen, wenn man es dann auch gut schafft, dann sich das Feld zusammenzubauen. Man muss halt ein bisschen üben, denn es gibt durchaus ein, zwei Kombinationen, mit denen man halt arbeiten muss, um das passende Feld zusammenzukriegen. Das Feld kann immer variabel stark und schwach halt ausfallen, aber wenn man halt wirklich optimal startet mit einem Neoraum-Connector und dann über den Aquadelfin sich die gegnerische Hand angucken zu können, ist man schon sehr gut im Vorteil. Und dann braucht man nur noch einfach den Eschatos oder den Protoss aufs Spielfeld bekommen und schon hat der Gegner echt massive Probleme mitzuspielen. Gut, wesentliche Schwäche von dem Deck, man kann sich halt relativ gut auch tot spielen. Es gibt auch ein, zwei Situationen, wo man auch halt relativ tote Hände haben kann. Und ja, die Unterbrechungen durch Handfallen wie Aschenblüte oder ähnliches kann dann auch sehr gut schnell zu einem Problem von dem Deck werden. Trotzdem macht das Deck eine ganze Menge Spaß. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal wissen, was haltet ihr von dem Deck? Habt ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge, andere Ideen, was man mit dem Deck noch so anstellen kann, wie man das Deck noch vielleicht anders spielen kann? Schreibt mal ein paar nette Kommentare unter diesem Video und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!